Hallöchen zusammen, es ist Montagabend, es ist der 7. Dezember und wir haben 18.12 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es wieder ums Gold, weil es hat heute einen schönen Sprung gemacht. Und weil der letzte Film sehr häufig gesehen wurde, wollte ich da ein Sequel machen. Also, beim letzten Film habe ich gesagt, wir beschäftigen uns, der war ungefähr hier irgendwo, wir beschäftigen uns mit dieser Linie hier. Und das ist auch die 200-Tage-Linie, aber ich befürchte, dass wir da mal so 30, 40 Punkte drüber schießen. Wir waren bei 64. Das hat also ziemlich gut insgesamt gepasst. Jetzt ist Folgendes passiert. Und zwar, die Bänder neutralisieren sich, ist nichts zu sehen, ist kein Signal, ist gar nichts. Diese Geschichte, ich mache es mal größer, ist wichtig. Wir gehen aus dem Band raus, schließen aber in dem Band. Das ist wirklich gut. Das ist meistens ein sehr schönes Umkehrsignal in Form eines Dojis. Ist auch ein Umkehrsignal. Und dann gehen wir über diese Linie hier wieder drüber. Und schließen heute über der 20-Tage-Linie. Das sieht erstmal richtig gut aus. Das MACD als Trendfolger vollführt eine wunderbare Wendung. Und zwar einmal lang, kurz, kurz. Das war diese, Moment, nur eins, zwei, da. Das war diese Kerze hier. So um die 1800 rum. Das war dann eine weitere Bestätigung. Und der Oszillator hat schon früher gedreht, hier an diesem Tag. Also das sieht alles hier wunderbar aus. Wir sind nicht überkauft, gar nichts. Das ist alles positiv nach oben. Ich gehe davon aus, dass wir haben jetzt hier das 38er Retracement von dieser ganzen Bewegung hier. Da sind wir also kurz davor. Das ist bei 1880. Das sollte eigentlich keinen nennenswerten Widerstand geben. Ja, ich rechne eher damit, dass wir hier in den Bereich 1915 gehen. 1915. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt zeige ich euch mal, das ist der Tag. Jetzt zeige ich euch mal die Woche. Die Woche sieht sehr gut aus. Dreht hier unten. Ja, richtig schön nach oben. Und das MACD auf Wochensicht auch. Ich bin der Meinung, das Gold hat nach dieser ganzen Bewegung hier eine exzellente Korrektur gemacht, die dem Wert weiterhelfen sollte. Interessant ist auch hier, dass die 20-Wochen-Linie liegt in der Nähe von dem 50er Retracement, und zwar bei 1909. Also ich bleibe Weihnachten hin oder her, Saisonalität hin oder her, positiv fürs Gold. Ich gehe zurück auf den Tag. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, hier oben gibt es halt dann auch, das ist dieses 50er, gibt es halt auch das obere Band. Das sollte dann nicht so einfach gehen, aber den Weg hat es auf jeden Fall noch Platz. So, schauen wir mal nach dem Schein. Und ich habe an diesen hier gedacht. Den können wir relativ knapp legen. Das ist ein 16er Hebel. Der liegt etwas hier drunter. Das ist ein 1747er. Liegt also unter diesem Low. Und dieser 1747er hat im Moment, wie gesagt, einen Hebel von 16. Und das ist die Kennnummer GF7F39. Am liebsten würde ich momentan gar keinen Put nennen. Aber ich nenne einen. Der muss aber hier hinterliegen, hinter der 1964. Und da bietet sich dieser hier an, 1976. Ebenfalls ein 16er Hebel. Das ist die Kennnummer GF52QJ. Käme mir jetzt momentan noch nicht ins Buch. Ich mache mal hier den Oszillator ein bisschen deutlicher. Also das sieht alles in Ordnung aus. Hier auch komplett vom Chart. Das ist alles fein. Ich habe kein einziges Verkaufssignal. Ich bleibe weiter positiv. Ich wünsche euch was. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.